Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming, dieses Mal auf Deutsch, wie ihr schon hören könnt. Und dieses Mal habe ich wieder drei verschiedene Spiele für euch. Das ist einmal Spy Kill Secret Agent Shoot, dann haben wir mit dabei Hidden Objects Winter Traveler und wir haben mit dabei Gun Upgrade. Und wie immer habe ich natürlich hier einfach ein paar unterschiedliche Sachen als Aufbau mit dabei. Dazu gehört unter anderem diese Arc-Maus. Das ist eine Bluetooth-fähige Maus, die man praktisch eben mit dem Handy verbinden kann, dann einen Mauszeiger zur Verfügung hat. Außerdem mit dabei das Forward Keyboard, das ist dieses Keyboard hier, kann man praktisch zusammen und auch auseinanderfalten und hat dann eben auch über Bluetooth eine echte Verbindung mit dem Smartphone und damit eine echte Tastatur. Theoretisch wäre auch noch der Xbox One Wireless Controller möglich, aber der liegt nur an der Seite, weil keines der Spiele, das wir uns in dieser Episode anschauen, den unterstützt. Ja, und was gibt es sonst noch zu sagen? Natürlich ist das Ganze wieder basierend hier auf dem Lumia 950 XL, das ist dieses Smartphone, habe ich hier an der Seite liegen, verbunden mit einem USB-C-Anschluss, hinten ein Mozo-Cover drauf und dieses Teil ist Windows 10 Mobile Continuum-fähig. Das heißt, wir haben mit dieser Verbindung, die wir hier machen, über dieses Kabel, was ich hier habe, und das Display-Dock, das hier an der Seite steht, praktisch die Möglichkeit, das Ganze auf den Fernseher zu bringen und zwar in dieser Desktop-artigen Ansicht. Das heißt, das Smartphone generiert diese Desktop-Ansicht auf dem Fernseher, das ist also keine reine Spiegelung oder sowas. Und so kann ich jetzt praktisch mit Maustastatur und so weiter und so fort den ganzen Kram hier praktisch anzeigen lassen und so eine Desktop-Umgebung simulieren, mit der ich eben hier jetzt ganz normal arbeiten kann, die ich eben mit der Maus steuern kann und so weiter und so fort. Wer mehr dazu wissen will, schaut einfach mal da oben rein in die Ecke, da gibt es noch ein paar weitere Informationen dazu. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel heißt Spy Kill Secret Agent Shoot. Dafür gehe ich einfach hier auf meine aller Apps-Liste und aktiviere das Ding mal. Ist hier oben schon. Spy Kill Secret Agent Shoot. Ich sag's euch gleich, das Spiel ist schwer werbeverseucht. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre es ein ziemlich cooles Game, wenn ihr mich fragt. Aber leider, weil es so werbeverseucht ist, ist es so ein bisschen zwiespältig, finde ich zumindest. Also die lassen wirklich nichts aus, euch dann drei oder viermal hintereinander auch die gleiche Werbung zu zeigen und so ein Kram. Und es sind nicht nur Bannerwerbungen, was da vielleicht noch in Ordnung wäre, sondern es sind dann wirklich die krassen Videowerbungen, die ihr teilweise nicht mal überspringen könnt. Und das ist schon ein bisschen viel. Also ich habe lange gerätselt, ob ich das überhaupt hier zeigen soll. Andererseits fand ich es ganz nett. Es ist ein schönes Jump'n'Run mit Shoot-Elementen dabei und einfach auch nett gemacht. Wenn man um die Werbung herumkommt irgendwie, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und macht auch viel Spaß. Wenn die Werbung da ist, dann, naja, da sollte der Entwickler vielleicht mal darüber nachdenken, ob er es nicht ein bisschen zurückfahren kann, dass man wenigstens nur Werbung sieht, wenn man zum Beispiel mal gestorben ist oder sowas. Aber wie auch immer, ich drehe mich dafür ganz kurz um. Am besten spielt man dieses Spiel übrigens mit der Tastatur. Das heißt, ihr verwendet eigentlich, also nicht mal WASD. Das klappt in dem Spiel, glaube ich, nicht, sondern was klappt, ist praktisch, dass ihr die Pfeiltasten auf der Tastatur verwendet, plus eben die Space-Taste, also die Leertaste in der Mitte, damit schießt ihr. Dann könnt ihr hier noch Sound, Musik und Soundeffekte aus- oder einschalten und das war's auch eigentlich schon. Dann geht ihr einfach mal rein und ich zeige euch das Ganze. Es gibt verschiedene Level, die ihr hier sehen könnt. Die Levels sind einfach, wie viel Geld ihr praktisch dafür bekommt. Was es genau bringt, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, aber wir werden sehen. 13 habe ich zurzeit, weil ich eben das geschafft habe. Und jetzt fängt's an. Ich werde euch das hier wahrscheinlich sogar für die nächsten paar Mal rausschneiden, weil das einfach nur nervig ist, wenn ihr das die ganze Zeit immer ertragen müsst. Ihr seht es hier oben schon dran. Man kann es leider nicht überspringen. Und es ist leider auch praktisch im Moment immer die gleiche Werbung. Also nochmal doppelt nerviger als vorher. Wir können kaum was dagegen machen. Wenn ihr fertig damit seid, einfach hier oben einmal draufdrücken, dann seid das los. Und jetzt seht ihr, so sieht das eigentliche Spiel aus. Ihr könnt jetzt hier mit eurem Charakter, den ihr habt, praktisch hin und her laufen. Über die Tastatur mache ich das gerade. Vorsicht, hier gibt es manchmal solche Dinger, die sind ziemlich gemein. Also diese komischen Bälle, die ihr da seht, die seht ihr praktisch nicht, außer sie kommen gerade runter. Und dementsprechend ruhig hier ein bisschen abwarten und dann eben hin. Springen und Co. geht ganz normal, wie man das so, oder ja, was heißt ganz normal, aber typisch, wie man es halt bei solchen Spielen auch. Oh. Okay, sorry, das war meine Gewalt. Wie man es bei solchen Spielen eben auch kennt.
Und dann landet ihr hier bei You Lost und dann könnt ihr einfach auf Retry gehen und das Ganze nochmal probieren. Ja, und was soll ich euch sagen? Hier ist die nächste Werbung. Und dann können wir praktisch hier hin. Schießen könnt ihr übrigens mit der linken Maustaste oder mit Space. Springen tut ihr einfach mit nach oben drücken und laufen eben in die entsprechende Richtung. Ducken gibt es nicht. Also es ist so, wie man es halt ein bisschen kennt mit diesem Schussding. Aber ich mag es ganz gerne. Es hat so ein gewisses Flair irgendwie mit diesem Hitman, der hier in der Gegend rumrennt. Jetzt müssen wir, wie gesagt, immer so ein bisschen aufpassen. Da seht ihr mal einen Enemy, der rumläuft, den ihr dann abschießen müsst. Übrigens nicht mit einem Schuss erschießbar. Das heißt, denkt dran, hier häufig zu drücken. Dann könnt ihr hier diese Teile setzen und hier oben seht ihr, habt ihr im Prinzip so eine Anzeige, wie viel Leben ihr praktisch noch zur Verfügung habt. Und ja, so wird das ganze Spiel eigentlich gespielt. Das war es im Endeffekt auch schon, was die Game-Mechanics angeht. Oh, und scheinbar gibt es noch einen Doppel-Jump. Also ein Doppeljump gibt es wohl auch nochmal, den man dann eben verwenden kann. Und so kann man praktisch dann eben jetzt wieder loslegen und nochmal spielen. Ihr merkt schon, also das Spiel ist super werbeverseucht. Das liegt, glaube ich, nur daran. Ich glaube, es ist nicht mal wirklich Absicht. Oder ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ich glaube, es liegt nur daran, dass wenn man halt einmal stirbt, dann muss man halt einmal diesen Scheiß angucken. Was ja vielleicht in Ordnung ist, aber leider haben sie es so gemacht, dass man dann halt auch im zweiten Fall das Ganze nochmal machen muss. Übrigens, es gibt diesen Doppeljump in dem Spiel, der leider relativ schlecht funktioniert. Und jetzt reicht's mir. Ihr merkt schon, also das Spiel ist so werbeverseucht, dass ich wirklich... Kommt schon. Eigentlich wäre es ein schönes Spiel, wäre ein schönes Jump'n'Run, auch mit einem schönen Thema und so. Aber irgendwie ist es halt einfach zu viel Werbung. Das geht einfach nicht. Weil ihr wirklich mehr Werbung guckt, als ihr wirklich überhaupt Spielezeit habt. Und irgendwo ist halt mal Schluss. Und dementsprechend spielt es, wenn ihr wollt. Vielleicht mit einem Werbeblocker oder sowas. Vielleicht geht es damit sowas. Wenn man das nicht hat, dann weiß ich nicht, ob es sich lohnt, das Spiel mal auszuprobieren. Aber ich wollte es trotzdem mal reinnehmen für all die, die einfach dieses Jump-and-Run-Feeling haben wollen. Und eben hier auch so ein bisschen so ein erwachseneres Theme praktisch haben wollen, als jetzt das typische, oh, Mario springt auf irgendwelche Pilze. Dementsprechend probiert es einfach mal aus, wenn ihr es mögt, und sonst lasst es, weil die Werbung ist wirklich übel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu einem anderen Spiel über. Das ist lange nicht so werbeverseucht und deutlich schöner. Heißt Hidden Objects Winter Traveler. Ist ein relativ kurzes Spiel, sage ich euch gleich. Wir spielen es aber nicht durch. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu lang, also so kurz ist es dann auch wieder nicht. So, Hidden Objects Winter Traveler, hier ist es. Ich klicke einfach mal drauf. Und worum es hier geht, ist praktisch ein Hidden Object Spiel. Das heißt, ihr habt so ein Hide-and-Seek-Spiel, wo ihr eben verschiedene Sachen auf den Bildern finden müsst. Am Anfang gibt es einmal Werbung, da müsst ihr durch. Die kann man ertragen, finde ich. Kann man leider auch nicht überspringen, aber das ist dann eben so. So, und dann geht's einigermaßen, was so die Werbung und so angeht. Also hier deutlich weniger schlimm. Ihr habt einfach ein Spiel. Unten gibt's manchmal so Bannerwerbung, aber es ist nicht schlimm. Also es stört euch nicht und ist einfach da, wo es ist. Damit kann ich gut leben. Winter Traveler ist eigentlich ein relativ ruhiges Spiel. Und zwar ein Hide-and-Seek-Spiel. Also so ein, wo ihr einfach auf verschiedene Objekte, die ihr suchen müsst und so drücken müsst. Ist aber mehrere Sachen in einem. Also ihr spielt nicht nur dieses Hide and Seek, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern sie wird euch auch noch so Fragen im Prinzip stellen, die ihr antworten könnt. Das sind einfach so Trick-Questions oder Trick-Fragen, mit denen ihr praktisch konfrontiert werdet. Relativ gutes Zeug dabei, einfach nett. Und dann sammelt ihr praktisch noch solche Zuma-Kugeln, wie auch immer. Das ist so mehr oder minder drei Spiele ineinander, weil ihr diese Murmeln praktisch sammeln müsst. Und wenn ihr genug Murmeln gesammelt habt, dann könnt ihr im Prinzip dieses Zuma-Spiel spielen und so weiter und so fort. Also ihr baut euch so mehr oder minder mehr nach und nach alle verschiedenen Spiele, die es hier eben so gibt, in diesem Teil mit auf. Ich gehe jetzt hier mal auf New Game und dann schauen wir einfach mal rein, wie das Ganze aussieht. Es gibt, also ich habe natürlich schon mal gespielt, deswegen fragt er mich jetzt, willst du wirklich das überschreiten? Das tun wir jetzt einfach. Ich hoffe, er haut uns jetzt nicht nochmal Werbung rein. Schauen wir mal. Nein, alles klar.
So, da geht's los. Ja, eine richtige Storyline gibt's nur so halb. Also sie möchte mit euch praktisch einen Winterspaziergang machen. Darum geht's bei dem Spiel. Und ja, so, sie ist überrascht, dass wir hier sind. Dementsprechend fragt sie uns, ob wir mit ihr einen Spaziergang machen wollen. Das können wir machen. Das bedeutet nichts anderes, als dass ihr durch verschiedene Szenarien praktisch durchkommt, die alle winter-themed sind, alle so ein bisschen in diesem, ja, bisschen ruhigeren Ton und so weiter und so fort. Und sie möchte im Prinzip mit euch da durchlaufen. Ihr müsst eben verschiedene Aufgaben für sie lösen und so weiter und so fort. Ich zeige euch das Ganze mal, drehe mich dafür wieder um. Und dann schauen wir einfach mal, was dahinter steht und wie das Ganze gesetzt wird. Also, ja, hello my friend, I wasn't expecting seeing anyone here but me. I love these walks in the cold winter nights. Come with me, let's take a walk together. Okay, gut, ich drücke einfach auf Continue, weil mehr gibt es ja auch nicht zu tun. Und jetzt seht ihr, habt ihr hier praktisch diese verschiedenen Objekte, die ihr eben auf dem Bildschirm finden müsst. Das Schöne an der Sache ist, dass im Moment kein Timer läuft. Ihr könnt euch also vorher schon mal so ein bisschen umgucken, wo muss ich denn ungefähr hinklicken und wo finde ich denn ungefähr meine Sachen. Hier oben werdet ihr gleich eine Combo-Anzeige sehen. Die macht praktisch aus, wie viele Punkte ihr sammelt. Und dann kann man praktisch hier unten noch so einen, also wenn ihr mal nicht weiter wisst, einen Tipp aktivieren, da drauf drücken, dann kriegt ihr im Prinzip eins dieser Objekte einfach angezeigt. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hier sehen wir die Zange, die sehe ich hier. Das heißt, wenn ich da loslege, wird hier oben der Combo-Timer losgehen und dann habt ihr nur eine gewisse Zeit, bis ihr zum nächsten Objekt kommt. Was ich aber trotzdem einigermaßen fair finde, weil man eben am Anfang keinen Combo-Timer hat und keine Punkte abgezogen bekommt. Ich drücke also einfach mal hier drauf und jetzt geht's los. Und jetzt können wir so nach und nach einfach hier die ganzen Sachen einsammeln. Ihr müsst sie nicht in der Reihenfolge einsammeln, die da unten angezeigt ist. Ihr könnt es also einfach ganz normal machen, wie ihr das eben auf dem Bild findet und seht. Es ist relativ fair, also wirklich jetzt besonders am Anfang, die ersten zwei, drei Sachen sind so, dass man sie relativ einfach hinbekommt, was nicht heißt, dass ihr nicht hin und wieder mal suchen werden müsst, aber im Endeffekt, das ist das Maximum an Punkten, was ihr bekommen könnt, dafür kriegt ihr diese Coins dann zugewiesen, nämlich wie viele ihr absolut dann bekommt und wie viele ihr nur für die Punkte bekommt, die ihr eben gemacht habt und ja, das ist alles, was dahinter steht und dann geht ihr einfach eins weiter. Und jetzt seht ihr schon, sie wird euch immer mal wieder solche kleinen Fragen in der Mitte stellen. Das sind, ja, so Trickfragen oder irgendwelche Rätsel oder sowas. They are fetched in the dark with no call. They are taken in the light without being stolen. What are they? Ja, und da müsst ihr einfach eben überlegen, was könnte es denn sein? Also Wolken ziemlich sicher nicht, die haben nichts mit Licht zu tun und so weiter und so fort. Vögel auch unwahrscheinlich, also Stars ist ziemlich sicher, das sind Sterne, also dementsprechend hier einmal draufdrücken und das ist korrekt. Das könnt ihr dann praktisch bei Facebook sharen, wenn ihr das wollt, aber ich habe es natürlich nicht gemacht bis jetzt. Und dann geht es einfach weiter zum nächsten Teil. Und jetzt seht ihr schon, werdet ihr praktisch darauf hingewiesen, wenn ihr praktisch diese Gems, also diese Murmeln hier alle praktisch euch geholt habt, die ihr entlang rollen. Und das müsst ihr in dem jeweiligen Spiel machen oder auf der jeweiligen Oberfläche. Dann dürft ihr später mal dieses Montezuma-Spiel spielen. Hier gibt es jetzt keinen Timer. Hier müsst ihr einfach nur suchen und die Dinger einmal anklicken. Das heißt, ihr sucht auf dem Feld einfach diese entsprechenden Dinger. Hier seht ihr immer, oder Farben im Endeffekt, hier seht ihr immer, wie viele verschiedene davon auf der Map noch zur Verfügung stehen. Und jetzt einfach alle einsammeln, die ihr finden könnt. Das ist wirklich nicht super schwierig. Und wenn ihr dann 10 gesammelt habt, dann geht's weiter zum nächsten Level und am Ende, wie gesagt, kommt dieses Zuma-Level, was ihr dann spielen könnt, um dann eben weiterzukommen. Ja, und so geht es jetzt immer weiter. Das ist mehr oder weniger immer der gleiche Ablauf, nur in unterschiedlichen Szenarien, die ihr jetzt durchlauft, mit unterschiedlichen Dingen, die ihr suchen müsst. Die wechseln auch pro Durchspiel und so weiter. Also probiert es gerne mal aus. Ich finde, das Spiel ist nett gemacht, wenn ihr solche Hide-and-Seek-Spiele mögt. Es ist nicht super schwierig, also gut auch für Anfänger von solchen Hide-and-Seek-Spielen, da gab es schon ganz, ganz andere Sachen. Hier schön gelöst, probiert es einfach gerne mal aus und ich finde, es ist ganz nett gemacht und macht Spaß. Gut, dann würde ich sagen, also wie gesagt, das sind so mehr oder weniger die Sachen, außer ich wollte euch jetzt noch das Zuma-Spiel zeigen, mache ich aber nicht, weil dafür müssten wir jetzt noch 4 Level mindestens durchspielen und das ist ein bisschen happig, das tun wir jetzt nicht, deswegen gehe ich hier raus. Und wir schauen uns das letzte Spiel in dieser Episode an. Das letzte Spiel heißt Gun Upgrade.
Gun Upgrade ist mehr oder weniger so eine Art Retro-Shooter, aber sehr, sehr nett gemacht. Ich mag das Spiel sehr gerne. Macht echt Spaß. Und zwar, was ihr machen müsst, ist, ihr seid praktisch immer so ein Soldat in irgendeiner Form und ihr lauft praktisch auf so einer Map herum und müsst dann gegen Gegner antreten. Da gibt es unterschiedliche Levels, also ich bin in Level 15 oder sowas bis jetzt und es gibt noch mehr. Und Gun Upgrade heißt der Name und das hat einfach den Grund, dass ihr praktisch nach und nach immer bessere Waffen bekommt, beziehungsweise dann irgendwann immer mit besseren Waffen gegen bessere Gegner antreten müsst. Wichtig dabei, der Gegner hat immer die gleiche Waffe wie ihr auch, also im Endeffekt wird es immer schwieriger. So, ich zeige euch das Ganze mal. Gespielt wird das Ganze mit Tastatur und Maus, das heißt, mit der Maus müsst ihr sagen, wohin ihr schießen wollt und mit der Tastatur müsst ihr praktisch in die entsprechenden Richtungen laufen. Das ist so eine Top-Down-Geschichte auf einer relativ beschränkten Map. Ich zeige euch das Ganze mal. Die verändert sich natürlich, also je nachdem, in welchem Level ihr seid, gibt es da ganz andere Szenarien, auf denen ihr euch bewegt. Und auch sowohl was die Optik angeht, als auch was die eigentlichen Obstacles auf der Map angeht und wo die Gegner rumlaufen und so. Ich zeige euch das Ganze mal, gehen wir hier auf alle Apps und dann gehen wir einfach mal rein. Da ist es auch schon Gun Upgrade Demo. Ich klicke drauf. Und das Spiel ist deutlich schneller als die anderen, die wir bis jetzt hatten. Das heißt, hier müsst ihr euch so ein bisschen orientieren. Hier seht ihr, es ist irgendeine Demo-Art, ist aber nicht wichtig. Das Spiel selbst ist schon relativ umfangreich und macht auch schon wirklich Spaß. Und jetzt können wir hier mal auf Start gehen. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert. Hier steht die Read Safe. Ich glaube, ich drücke da mal zuerst drauf. Dann können wir nämlich wieder vom ersten Spiel anfangen, gehe ich davon aus. So, es gibt ganz unterschiedliche Versionen von diesem Level oder diesem Spiel, also Survival, Zombies, Custom Level, also ihr könnt selber sogar was machen, aber nur in der vollen Version, da müssten wir jetzt die volle kaufen für. Und dann kann man noch in die Settings reingucken, das tun wir einfach mal kurz. Da gibt es einfach Sound, Voice und so weiter, also ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel sogar mit Gamepad, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das probieren wir mal aus, das habe ich gar nicht mehr probiert, dann wäre meine Aussage von ganz am Anfang sogar falsch. Wenn er das könnte, ich weiß es noch nicht. Ich gehe mal in Survival rein und dann gehen wir einfach mal hier in Progressive. Jetzt gucke ich mal, ob er das annimmt. Ob ich wirklich... Ja, das geht sogar. Cool. Okay. Ob das sehr, sehr hilfreich ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Weil, das ist deutlich schwieriger. Okay, ich hab's geschafft. Problem an der ganzen Sache ist, dass ihr praktisch jetzt mit dem zweiten Joystick die Richtung angeben müsst, mit dem ersten Joystick rumorientieren müsst. So ähnlich ist es mit der Maus und Tastatur auch. Da habt ihr aber praktisch den Mauszeiger im Sinne von, wo ihr hinschießt. Aber wobei, wir spielen es einfach mal, ist doch geil. Okay, macht Spaß auch mit dem Gamepad, finde ich. Hier seht ihr jetzt, wir rennen jetzt hier praktisch immer als Player 1 und eben Gegner. Das kann einer sein oder auch mehrere. Holla, die wollen erweitern. Jetzt geht gerade mein Controller hier aber richtig durch. Ich glaube, wir spielen es doch ohne. Also der vibriert jetzt hier dauerhaft. Wahrscheinlich ist er jetzt irgendwie hängen geblieben dabei. Ich glaube, ja, das stimmt und das ist auch richtig. Ich glaube, ich gehe mal mit der... Wow. So. Ich glaube, ich gehe mit Maus und Tastatur jetzt mal vor in dem Spiel. So war es eigentlich auch gedacht. So, und was ihr jetzt sehen könnt, ist, sobald ich jetzt einmal schieße, schießt er praktisch in die Richtung, wo gerade mein Mauszeiger ist. Ich finde diese Map hier mit diesem sehr, sehr nervösen Hintergrund extrem schwierig zu spielen. Aber ihr seht praktisch, der Gegner versucht euch abzuschießen, ihr versucht den Gegner abzuschießen. Ihr müsst jetzt eben aufpassen, dass er euch logischerweise nicht erwischt. Kaboom. Und im Moment rennen wir mit der Shotgun durch die Gegend. Das ist ja jetzt Level 2. Glück gehabt. Jetzt kommt Level 4 mit dem Rocket Launcher. Hört sich jetzt an. Meine Güte, was kommen da noch für Waffen, wenn jetzt schon Level 4 da ist? Aber im Endeffekt werden es jetzt so Dualpistolen-Geschichten und so weiter. Das sind relativ coole... Ihr seht auch, wenn ihr getroffen werdet, hinterlasst ihr so einen Blutfleck. Spätestens daran seht ihr, dass ihr getroffen wurdet. Je nach Waffe müsst ihr natürlich dann einfach mehrere Schüsse auch beim Gegner landen, um ihn auszuschalten. Oh, muss er aufpassen, er erwischt mich ganz gut gerade. Und wie gesagt, wichtig, versucht eben die Maus ungefähr auf dem Gegner zu halten.
Sniper Rifle. Das war schwierig, fand ich. Ihr müsst nur einen Treffer landen, aber sie müssen das genauso nur bei euch. Dadurch, dass ich jetzt schon einen Gegner fertig gemacht habe, habe ich vielleicht ganz gute Chancen sogar. Wir gucken mal. Leicht unrealistisch ist die Geschwindigkeit von diesen Schüssen, aber das macht es natürlich auch möglich, dass ihr ausweicht und der Gegner natürlich genauso. Und so versucht ihr jetzt eben... Oh, das war aber knapp gerade. Ja, geschafft. Crossbow. Okay, Crossbow, das heißt im Prinzip eine... hab vergessen, wie es in Deutsch heißt, egal. Also, Crossbow, sie schießt mit Pfeilen auf euch, ihr schießt natürlich zurück. Und auf die Art müsst ihr versuchen, den Gegner jetzt zu erwischen. Fand ich relativ schwierig, das Level, aus dem einfachen Grund, dass das eben eine sehr langsame Geschichte ist, so ein Pfeil, im Vergleich zu der Waffe, finde ich zumindest. Und Schöne daran ist, sie müssen euch auch zweimal treffen, aber ich glaube, das schaffen sie jetzt. Vielleicht sogar. Und ihr müsst natürlich, während ihr hier praktisch hin und her navigiert... Ah, ich habe noch eine Chance. Schussfrequenz ist auch ziemlich niedrig bei so einem Crossbow. Armbrust. So, jetzt habe ich es übrigens. So heißt das natürlich. Armbrust. Ja, geschafft. Okay. Und so müsst ihr jetzt die verschiedenen Waffen hier durchtesten. Aua. Okay, der hat mich voll erwischt gerade. Okay. Eine Minigun. Relativ einfach, wenn ihr euch gut versteckt und nicht zu sehr ins Kreuzfeuer geratet. Besonders, weil die sehr, sehr weit spreadet. So, dann gibt's hier zum Beispiel noch... Aua. Der hat mich schon ganz gut erwischt, muss aufpassen. Das hier ist praktisch so ein Dreischusssystem. Das heißt, kein Dauerfeuer möglich bei dieser Waffe, sondern eben mit so einem Rifle, das heißt so einem Assault Rifle, also einer Angriffswaffe, ein Angriffsgewehr, wie auch immer. Kampfgewehr. Heute habe ich es nicht so mit Namen, tut mir leid. Da müsst ihr eben versuchen, die Gegner jetzt auszuschalten. Die halten genauso wie ihr auch ein paar Schüsse aus. Einen habe ich erwischt, war aber schon teuer für mich. Also habe ich gemerkt. Das Gute an dem Game ist, es gibt praktisch keine Begrenzung. Schade, dass ich da nicht reinschießen kann. Okay. Es gibt keine Begrenzung, wie häufig ihr schießt. Okay, keine Chance gehabt. Dadurch, dass ich in die andere Richtung gelaufen bin, aber ich habe mir gedacht, sonst wird das nichts. Drei Schüsse müssen sie reinbringen, wie ihr auch. So wie es aussieht, wir probieren es nochmal. Ja, und so spielt man praktisch das Spiel. Das heißt, ihr versucht jetzt hier mit möglichst viel Glück, teilweise auch, logischerweise, und Koordination. Also ihr müsst praktisch immer schauen, dass ihr sowohl euren Gegner anvisiert gut, als auch eben ausweicht. Weil wenn ihr nicht ausweicht oder euch hier hinter sowas versteckt, dann sterbt ihr ganz hundertprozentig. Und jetzt, weil ich meine Mausbewegung schlecht koordiniert habe, na, komm schon. Guter Schuss, nochmal. Deswegen hat er mich hier schon ganz gut erwischt gehabt. Ja, hat aber noch gereicht. So, jetzt haben wir einen Flammenwerfer. Und ich glaube, damit beenden wir es auch. Ich möchte jetzt nicht hier jede Waffe euch zeigen. Aber im Endeffekt gibt es, wie man hier schon schön sehen kann, sehr viele. Und der Gegner wird hier auch nicht immer leichter oder sowas, sondern... Ah, okay, hat mich erwischt. Letzte Runde für mich. Aber ihr seht schon, ganz, ganz verschiedene Waffen, mit denen ihr hier spielt. Relativ cooler Kram, meiner Meinung nach. Jetzt kommt wieder eine Pistole, dann eben mit mehr Gegnern und so weiter und so fort. Probiert das Spiel gerne mal aus. Ich finde,
Es ist zwar sehr simpel, was die Grafik angeht, aber es macht echt Laune und ist einfach auch nett zu spielen. Ist nicht super schwierig, aber auch nicht super leicht. Also genauso das Richtige, um so ein Spiel mal zocken zu können und damit rumgehen zu können. Ja, und damit ist die Episode eigentlich auch schon beendet. Wenn sie euch gefallen hat, bitte einen Thumbs Up dalassen. Solltet ihr einen Kommentar haben, einfach unten in den Kommentar-Section reinschreiben. Sonst noch, wie immer, abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Und sonst wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Episode nächste Woche wieder. Und bis dahin, bye bye, auf Wiedersehen und ciao.